Social Media Up Close, heute mit Thomas von den Sozialisten. Wir haben uns hier getroffen im Flex. Thomas, wieso sind wir im Flex? Also Hermann, ich habe viel Zeit im Flex verbracht, teils natürlich privat, aber ich habe auch kurz gearbeitet da, also für knapp ein Jahr. Naja, und wenn wir, weiß ich nicht, über die junge Social Media Generation sprechen, dann sollten wir uns auch wo treffen, wo die Leute unterwegs sind. Jetzt nicht mehr im Flex tätig, sondern wo? Ich arbeite seit knapp einem Jahr bei den Sozialisten, einer Social Software Agentur aus Wien, Büro gleich in dem Museumsquartier, 2007 gegründet von Co-Founder und CEO Michael Kammleitner. Anfänglich Fokus ganz klar auf, also immer Fokus auf Social Media, anfänglich aber primär auf Apps, angefangen bei der Konzeptionierung bis hin zur Umsetzung, das heißt immer sehr programmierlastig, hat sich aber dann 2010 ziemlich verändert, mit dem Beginn der Entwicklung von SWOT.io und naja, mittlerweile haben wir 2015 das ganze App-Business, sagen wir mal so, in den Hintergrund getreten. Wir haben zwei Produkte mittlerweile, das eine ist SWOT.io und das andere ist Walls.io. Das sozusagen Hauptprodukt, für das auch du zuständig bist, ist ja SWOT.io. Genau. Umreiße uns das einmal ganz kurz, um was es sich dabei handelt. SWOT.io ist ein Social Media Management Tool. Was bedeutet das in Nicht-Tech-Sprache? Gehen wir davon aus, ich bin mittelgroßes bis großes Unternehmen, bediene verschiedene Social Media Kanäle, wie zum Beispiel Facebook, Google Plus, Twitter, YouTube, whatever. Und habe da auch laufend oder betreue das ernsthaft und komme relativ schnell vor die Herausforderung, dass man zum Beispiel A, Notifications auf den Channels teilweise ungenau angezeigt werden, dass einige Dinge durchrutschen. Und unsere Idee war einfach, den Prozess des Social Media Managements A, ziemlich nachvollziehbar zu machen und B, ziemlich übersichtlich zu machen. Das heißt, mit SWOT.io kann ich aus einem Tool, aus einem Browser-Tool direkt heraus sämtliche Social Media Kanäle administrieren. Anfänglich war SWOT.io primär als Agenturlösung gedacht. Es ist ja aus der eigenen Not heraus entstanden. Wir haben selbst Kunden in der Konzeptionierung, aber auch in der aktiven Channel-Betreuung unterstützt auf deren Social Media Kanälen. 2010 war das ungefähr, waren schon die ersten Tools am Markt, waren aber selber nicht so zufrieden, haben aber coole Programmierer im Büro sitzen gehabt und haben uns dazu entschlossen, ein Tool zu basteln, dass man A, die Möglichkeit gibt, zentral zu steuern, aber B auch, mit meinem Kunden zu kommunizieren. Weil natürlich, du kannst natürlich als Unternehmen, das deren Social Media Prozesse extern hergibt, schon sehr viel schulen natürlich auf das Produkt, aber du wirst ihnen nie das gesamte Know-how zum eigenen Produkt geben können. Das heißt, in der Praxis hat es früher so ausgeschaut, keine Ahnung, ihr habt irgendwie zum Produkt XY eine Frage gehabt. Als Fan zum Beispiel von der Facebook-Seite schickt das als Short Message hin und der Agentur Social Media Beauftragte ruft dann tatsächlich, wenn er die Antwort nicht weiß, beim Kunden an oder schreibt ihm eine Mail und kann sie erst dann beantworten. Wir haben uns gedacht, okay, das muss effizienter gehen in der heutigen Zeit. Es kommt rein bei uns ins SWOT.io als Ticket. Ich klicke einmal auf Zuweisen, der Kunde bekommt, kann beantworten und die Sache ist erledigt. Neben dem Ticketing, die praktisch das alles betreut, was reinkommt, bieten wir eben auch den Contentplaner an, über den du über SWOT.io publishen kannst. Um ganz ehrlich und direkt zu sein, das geht natürlich nicht auf allen Channels. Die wir unterstützen, sind Facebook, Google Plus und Twitter. Das heißt, du planst im Kalender deine Beiträge vor, auch wieder mit der Teamfunktion. Sprich, du hast ein Rollensystem, du hast ein Vier-Augen-Prinzip und infolge des Kreationsprozesses wird dann irgendwann einmal die Freigabe erteilt und dann zu dem eingestellten Datum auch veröffentlicht. Wir haben natürlich auch ein transparentes Pricing, keine Frage, wobei ich, und so viel Freiheit habe ich Gott sei Dank vom Unternehmen, ein großer Fan bin von reden wir uns zusammen, setzen wir uns an den Tisch und besprechen einfach, was sind deine individuellen Anforderungen. Mhm. Das Pricing geht grundsätzlich bei 250 Euro pro Monat los. Richtet sich ganz, ganz stark nach der Community-Größe. Gibt natürlich auch, ich meine, wenn du 200 Leute als User drin sitzen hast, aber nur relativ kleine Seiten, wird der Preis natürlich dementsprechend auch steigen. Mhm. Aber Fokus auf individuelle Anforderungen.
seht ihr eine Dynamik bei der Verwendung der Kanäle? Also gibt es einen gewissen Trend, zum Beispiel weiß nicht, weg von einem Kanal hin zu einem anderen Kanal, ist das für euch einsehbar? Also es ist zum Beispiel WhatsApp ist natürlich ein Thema, das ist ganz klar. Ist Facebook am Sterben? Ja, Facebook ist natürlich nicht am Sterben. Aber natürlich gibt es Dynamiken. Also das hängt ja immer ganz von der Struktur innerhalb des Unternehmens ab. Ich meine, keine Ahnung, da kommt irgendwie, weiß ich nicht, Instagram daher und plötzlich hört irgendwer im Unternehmen, boah, da gibt es einen eigenen Kanal, den müssen wir jetzt nutzen, auf Teufel komm raus. Also es wird auch in den nächsten Jahren, wenn neue Kanäle dazukommen, definitiv Dynamik insofern, dass jeder alles einmal ausprobieren will. Ich sage mal das Thema Periscope zum Beispiel. Ich finde halt, man sollte ein bisschen reflektiert an die ganze Sache rangehen und natürlich versuchen, möglichst eine vernünftige Strategie aufzubauen. Das ist ja, glaube ich, einer der größten Fehler, den man am Anfang machen kann, dass man alle Kanäle bespielen will und sie dann völlig verzettelt. Ne? Ja, vollkommen richtig. Also man kann ruhig einmal Facebook posten und auf Google Plus duplizieren. Was ist Google Plus? Also was ist das? Aber nein, wirklich, zuerst einmal bin ich nicht einer Meinung. Zuerst fokussieren und sich auf A2 konzentrieren und dann schön langsam rauswachsen. Mhm. Jede Community funktioniert anders. Instagram funktioniert, ich meine, Instagram ist eine Riesenwelt und da brauchst du echt ein vernünftiges Konzept, um da reinzusteigen. Da reicht es nicht, ein paar Sixpacks oder Brüste zu fotografieren. Mhm. Wie könnte die Zukunft ausschauen? Entwickelt sich es noch mehr in diese Live-Richtung oder was glaubst du? Fokus Facebook Messenger, da bin ich natürlich extrem gespannt, was damit passieren wird, weil damit kannst du einige Schweine reinmachen. Und naja, diese ganze Live-Schnell-Geschichte wird natürlich die Dualität von WhatsApp und Facebook Messenger extrem interessant. Also sie müssen es irgendwie entweder A schaffen, vernünftige Argumente für den einen oder anderen zu finden, oder vielleicht merchen sie irgendwann, man weiß es nicht. Und das sind natürlich alles Dinge, die spannend werden. Natürlich werden neue Plattformen dazu kommen, definitiv. Und gerade diese Videogeschichte, wird sicher noch einige coole Sachen geben. Aber es gibt abzuwarten. Für Unternehmen finde ich halt schwierig, diese Livestreaming-Geschichte, weil das ist ja auch risikobehaftet. Ja? Das ist halt, da musst du drüber dran. Unternehmen stehen natürlich vor der nächsten Herausforderung. Es wird schneller, die Leute werden mehr Ansprüche haben und je mehr sie wegkommen von klassischen Kontaktmöglichkeiten wie E-Mail oder Telefon, desto mehr Ansprüche haben. So, sie sind vom Messenger zum Beispiel gewohnt, dass sofort geantwortet wird. Ich sehe auch, hat die Person die Nachricht gelesen und sobald sie es gelesen hat, erwartet man Antwort. Das heißt, wir kommen aber auch relativ schnell in eine Richtung, wie lange biete ich Support an? Wie schaut es aus mit Anfragen, die um 22 Uhr kommen? Und da müssen Unternehmen ganz klar Standpunkt beziehen. Das wird interessant, wie es damit umgeht. Ja, je weniger die Leute anrufen, je weniger sie E-Mails schreiben, desto mehr werden sie definitiv die Messenger verwenden. In 2 Jahren erreichen Unternehmen noch organische Reichweite Facebook oder müssen wir nur mit 2? Eine spontane Art und Weise. Es wird nicht die reine Bezahlplattform werden. Natürlich. Nein, es wird es nicht. Okay. Ich werd nicht. Dein Wort in Gottes Wort. Kreativität, Einzigartigkeit wird weiterhin belohnt werden, definitiv. Ja. Weil es ist ja schlussendlich, ist es ja nicht nur eine reine Unternehmensplattform. Es sind eben einfach die Mehrzahl sind private Leute und die werden halt weiterhin auf qualitativen Content stehen. Und die Qualität der Plattform muss im Fokus von Facebook stehen, definitiv. Schaut vorbei auf swats.io. Ganz genau. Kann man Trial sich ausmachen. Ganz genau. Alle Kontaktdaten, alles. Sind dann eingeblendet. Genau. Below. Genau. Baba, wir trinken jetzt noch ein Bier. Sehr gut. Tschüss.